Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Monkey ist wieder hier. Wir drücken nicht auf Start, so wie ich es gerade meinen Daumen machen wollte. Okay, ich habe eigentlich nicht genug Stempel, um irgendwas zu machen. Ich kann eigentlich nur hier direkt in das Dings reingehen, um mit dieser Xanadu zu quatschen. So werde ich da jetzt mal hingehen. Wow, Lady. Alles okay? Alles okay, Lady? Okay, das ist mächtige oder normale? Mächtige Magie, das kann ich noch nicht machen. Okay, ja. Okay. Hello, old lady. Ei, diese Wache, was denkt sich, wer denkt er sich nur? Wieso hat er noch mehr Fremde hier hineingelassen? Erst diesen riesigen Mann und jetzt Kinder. Entschuldigen Sie, wir suchen Königin Xula an. Die Wache meint, sie sei hier irgendwo. Ihr seid also hier, um ihren Segen zu empfangen. Jetzt geht das schon wieder los. Was ist denn bloß mit diesen ganzen heiligen Zeremonien und verflixten Segnungen? Okay. Ihr kommt nach Perdida und wisst nichts von Segnungen? Blickt tief in die Augen der Menschen hier. Seht, wie gesegnet wir sind. Oh, die haben wir schon gesehen. Diese Leute sind nicht gesegnet. Sie haben gebrochene Herzen. Auf so einen Segen kann ich gut verzichten. Okay, was hat der gesagt? Ayay. Unsere Herzen, sie sind gebrochen. Beachte sie nicht, Carino. Die Segen, die wir erhalten haben, haben die Furcht aus unseren Herzen vertrieben. Wisst ihr, wie viele Dörfer in diesem Land vom dunklen Djinn ausgelöscht wurden? Aber sie können nicht einfach aufgeben. Sie müssen sich Shadar widersetzen. Lass mich dich ansehen, Nino. Du bist ein Zauberer, nicht wahr? Kannst du wissen, was es bedeutet, keine Magie, keine Kraft, nichts als Angst in deinem Herzen zu haben? Aber sie können nicht zulassen, dass ihr Herz gebrochen wird. Nur damit sind sie nicht mehr zu fürchten. Damit sie sich nicht mehr zu fürchten. Er hat recht. Wozu ist dein Segen schon nütze? Genauso gut können wir euch auch eure Herzen von Shadar brechen lassen. Nina, Carino, die Zeremonie beginnt bald. Endlich wirst du eine von uns. Es wird Zeit, dass du den Segen empfängst. Ich bin bereit, ja. Dann lass uns gehen, wir dürfen die Königin Xula nicht lange warten lassen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob Königin Xula eine große Hilfe sein wird, weißt du? Nicht, wenn sie diejenige ist, die diesen sogenannten Segen austeilt. Aber wenn wir nichts unternehmen, wird dieses kleine Mädchen wie die anderen enden. Wir müssen hinterher. Yeah, save that little girl. Okay, there's nothing inside this. We have to save it. Save the little girl. Where to go? Over there. Okay. Jump. And a jump. Hello. Hello. Ikai, sugu ni owaru kara ne. Jitto shite ru nda yo. Pa-chan. Gishiki wa hajimerareru no desu ka? Hai. Todoko ori naku junbi wa dekite orimasu. Sazara-sama. Die sieht cool aus. Hallo, ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Seht euch nur ihre Augen an, sie sind echt unheimlich. Mann, sie hat ein gebrochenes Herz. Das muss Shadar getan haben, als er Xanadu angegriffen hat. Jetzt wissen wir ja, warum sie hier ihr Unwesen getrieben und diese sogenannten Segen ausgeteilt haben. Wenn wir nichts tun, wird Nina auch ein gebrochenes Herz haben. Nein, lass mich los. Was hast du denn, mein Kind? Ich will den Segen nicht, ich brauche ihn nicht. Ich will kein gebrochenes Herz haben, ihr seid alle komisch. Nina, wie kannst du es wagen, solche Dinge in der Gegenwart von Königin Xula zu sagen? Das Kind verweigert meinen Segen? Dann lässt sie mir keine Wahl. Zum Wohle dieses fehlgenden Mädchens ist eine spezielle Zeremonie erforderlich. Was habt ihr mit ihr vor? Was ist hier los? Okay. Ach Gottes Willen. Oh Gott, ein Albtraum. Oh shit. Hallo Albtraum. Go people. Woo. Okay, kämpfe ich nur gegen den Albtraum oder auch mit Xulan? Ah, nur gegen den Albtraum, okay, passt. Okay, gleich mal einen Schnitt da reinhauen, um zu schauen, wie viel Damage das macht. Nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Oh Gott.
Geht das nur auf... Ja, es geht auf alle, okay. Ah. Okay, das... Der könnte wieder ein bisschen interessant werden, der Kampf da. Damn! Okay. Er hat nur AOE Damage. Nice! Okay. Einmal zurück. So. Jetzt erst einmal Swinny Boy heilen. So, nehmen wir mal Lichtpfeil gegen dich, das sollte nicht so... What the heck? Blocken alle, bis auf Esther natürlich. Nice, nice. Yeah. So, ich werde mal schauen, ob er ein bisschen mehr Damage macht. Er macht fast genauso viel Damage. Jump! Okay, bei ihnen bringt sich's echt was, bei den Gefährten. Aua. Go, Gunther! Smack them! Smack them all on the floor! Smack them, give me some more! Gerade noch, gerade noch. Okay. Nein, nicht danke. Okay, ich werde wieder ihn rausholen. Leave. Lieber Nike, alone. Damn, son. Go. Ich will alle in Verteidigung, bitte. Okay, keine Ahnung, was er macht, aber er bleibt stehen. Ich könnte ihn wahrscheinlich sogar, wenn ich lang genug attackiere, vielleicht sogar unterbrechen, bevor er diesen Zauber macht, aber... Warum blocken die zwei wieder nicht, wenn ich sie ihnen gerade gesagt habe? Keine Ahnung, was die schon wieder aufhören, die zwei. Na, oh mein Gott, ich hab's noch erwischt, glaube ich, oder? Nein, habe ich nicht. Au, das wird bitte. Schnell, 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 hol dir das. Yes. Oh, you gonna get wrecked. You gonna get wrecked. Damn, 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 damn. 470 Schaden, das ist nice. Ich glaube persönlich, es ist gescheiter, wenn man einfach wirklich... blockt, halt stattdessen, dass man versucht, den Angriff eventuell zu verhindern. Bam! Ja, der macht einen AOE-Damage nach dem anderen, einen Massendamage nach dem anderen. Okay. Ich muss kurz wechseln, weil... Das müssten aber alle blocken. Bis auf Übernike. Oh, okay, nice. Ah, Gottes Willen. Geh weg von mir. Ja. Ach, Gottes Willen. Nein, ich brauch... 30, das bringt mir jetzt gerade gar nichts. Und ich habe nicht geblockt, aber ich bin gehüpft. Yay! Oh fuck. Ach Gott, das wird so lala.
muss ich jetzt aber von der Ferne auf ihn. Und wieder mal beweist mir das Spiel, wie unterlevelt ich eigentlich schon wieder bin. Okay, nein, du kannst drauf, wenn nichts. Oh, okay. Ah! Wieso blockt über Niki schon wieder nichts? Oder ist das ihr Blocken? Ist ein bisschen nervig auch, dass die Characters... Ich weiß nicht, ob ich das einstellen muss, oder dass sie Items verwenden. Ich glaube, die blockt wirklich so. Alter Schwede, das sind viele Giftpfützen. Jesus. Ich hoffe, die Verteidigung ging noch durch. Nein, das nicht. Ich weiß nicht. What the fuck, nicht mehr bei mir? Geh kurz zurück. So. Okay, jetzt glaube ich Zeit für den Elfentau. Alle durch einen haben. Gott, bist du ein nerviger Schatten. Ein nerviger Albtraum. Ich mache mal einen Lichtpfeil rein. Nein. Ah! Bist du weg? So, wo ist denn das stärkste Mana-Item, was ich habe? Ist ja nicht eh das. So, gehen wir mal das. Yes, ging noch durch, ging noch durch. Ich hab's gesehen. Nein! Oliver will ich wieder, so. Schon wieder weiß. Naja, das ist immer zu spät. Genau in dem Moment, wo ich die Verteidigung bräuchte, geht's jedes Mal. Und what? Jetzt hat's mir nicht einmal mich? Okay. You have to die, boy. Okay. Okay, mach du halt. Ja, es ist echt jetzt geschissen, weil jetzt kann sie die erste reinsetzen. Okay, danach dann. Sollte auch den Todesstoß eigentlich sein jetzt. Nein, noch nicht, okay. Ich hoffe, sie verteidigen sich jetzt mal ausnahmsweise. Burgess, ja. Oh, über Nike verteidigt sich so, okay. Geht schon, Buam und Madeln. Geht schon. Hit that sucker. In your face. Da geht er down. Down geht er. Na, ging noch gar nicht mal so schlecht, ne? Viel Geld, viel Geld. Viel Erfahrung und viel Geld. Cerberus, Cerberus Flügel, okay. 29, 26, passt. Wohlklang gelernt, okay.
Oh, mein Handy ist auch lauter. ジャボ様、お前の悪夢の力、失うには惜しかったのだな。賢者といえど、所詮は人間。私の代行者としての役目も果たせぬか。ジャボ様、お願いです。もう一度。遅い。悪夢の力を失った人間に価値などない。 Glaubt der Königin Xulan ist wieder sie selbst? Kublai, wie kannst du das wagen? Das ist ein gemeiner Rohling, wie du dir dreist, dich in der Angelegenheit einer Königin einzumischen. Verzeiht mir eure Hoheit. Ich konnte mich noch nie unterordnen. Und das gilt auch für euch. Was kann so ein Gesindel wie ihr mit jemandem wie wir zu schaffen haben? Bezaubernd, nicht wahr? Es sieht so aus, als hätte die Königin der Lüfte immer noch ein gebrochenes Herz. Sieht nach einem Job für dich aus, Junge. Kannst du für die Königin tun, was du für Tengri getan hast? Sicher kann ich nicht. Ich kann ein gebrochenes Herz heilen. Kein Zweifel. Was eurer Hochnäsigkeit fehlt, ist ein bisschen Liebe. A love. Oh yeah. Und Liebe ist ja bekanntlich das A und O, nicht wahr? Sie braucht also Liebe, ja. Wen kennen wir, der vor Liebe nur so strotzt? Wenn ihr Liebe sucht, bin ich euer Mann. Wie bitte? Du hast mich schon verstanden. Kein Mann empfindet mehr Liebe für eine Frau, als ich für Xulan empfinde. Oh, Tatsache. Sie lieben Königin Xulan? Niemals. Ah, er liebt sie, jetzt wissen wir es, jetzt wissen wir es. Genug mit diesem widerlichen Geschwätz über Liebe. Bei dem Wort alleine dreht sich mir schon der Magen um. So spricht die feurige Maid, der ich verfallen bin. Es ist Musik in meinen Ohren. Verdammt, er muss echt Liebe sein, wenn er sich von der so rumschipsen lässt. Was hat's mit Kublai und Königin Xulan auf sich? Ich muss es wissen. Immer mit der Ruhe, ja? Alles, was ich weiß, ist, dass Kublai etwas von der Liebe in seinem Herzen teilen muss. Ja, ganz genau. Nur zu, Jungs. Junge. Okay, das heißt, wie ich schon prophezeit habe, Liebe war das Herz. Das vorletzte, was uns fehlt von den Herzteilen. Blub. So. Das war klar, es war ein Herz. Also. Okay. Thanks, buddy. Erzähl euch mal. Okay, was? Hier. Okay, ich schenk dir mal ein bisschen Love. I get you some mojo. Get some love. Get down to right. Beep, beep. Love. Mm-hmm. Südela. Aber wie mein Herz. Kublai. Eure Hoheit, ihr weid also wieder unter uns. Ich habe dich eben recht unwohl zurecht gewesen. Denkst du, du kannst mir vergeben? Einerlei, es war mir ein Vergnügen, solch harschen Worten aus dem Munde einer adligen Dame zu hören. Hör auf, dich über mich lustig zu machen, Kublai. Ich bin nur froh, dass Königin Xulan kein gebrochenes Herz mehr hat. Genau, ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt von unserem Piratenheini hier. Wir haben uns jetzt schon 2 Portionen von seinem Herzen geholt. Ha, du hast recht, seine Liebe für die Königin ist offenbar etwas ganz Besonderes. Ihr nennt mich Königin, ich bin eines solchen Titels nicht würdig. Das luftige Königreich Xanadu wurde aus dem Himmel gerissen und ins ferne Meer geschleudert. Ich konnte mein Reich nicht beschützen. Und dann kam ich in dieses Dorf und brach die Herzen seiner Bewohner. Ich bin wahrhaftig keine Königin. Aber eure Hoheit, ihr solltet nicht so hart mit euch selbst ins Gericht gehen. Hört mich an, die Menschen von Xanadu haben euch als eine weise und gerechte Herrscherin kennengelernt. Ihr seid euren Pflichten als Königin und als Weise nachgekommen. Ihr habt unzählige Zauberer ausgebildet. Ihr habt all das Gute vergessen, was ihr getan habt. Kublai, was du sagst, mag wahr sein, aber es entschuldigt nicht den Schaden, den ich angerichtet habe. Ich habe so viel Leid verursacht. Eure Hoheit, wir haben in Schweinefurt den Geist einer Frau getroffen, eine Soldatin, die euch einst gedient hat. Sie gehört zu jenen, die in Xanadu gestorben sind.
Und sie hat uns gesagt, es gebe Hoffnung für ihr Volk, solange Königin Sulan lebt. Sie hat von mir gesprochen? Von Hoffnung? Und seht euch um. Die Bewohner dieses Dorfes mögen gebrochene Herzen haben, aber sie leben. Eure Hoheit, machen wir dieses Dorf wieder zu dem, was es einst war. Es mag eine Weile dauern, aber ich weiß, dass ihr dazu fähig seid. Ihr mögt keine Königin mehr sein, aber wir stehen immer noch an eurer Seite. Ihr seid nicht allein. Und wer sagt, dass Xanadu nicht wieder errichtet werden kann? Akubla, ich danke dir. Ihr alle, ich danke euch. Du hast recht. Ich kann mich nicht der Verzweiflung hingeben. Ich muss zu jemandem werden, der eine andere Hoffnung wecken kann. Das ist meine Pflicht. Epische Musik. Es hätte unter den großen Weisen nicht die einzige, die fehlgeleitet wurde. Mein Vater und Makasin haben auch gelitten. Ja, Oliver hat ihnen geholfen, wie er euch geholfen hat. Und jetzt, wo ihr alle wieder einsatzbereit seid, kann der Kampf gegen das Böse richtig beginnen. Warte einen blöden Augenblick, ich hätte da noch eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Ich muss wissen, wie lange schon was zwischen Königin Sulan und Gufa läuft. Ich werde eine Königin und ein Himmelsverrat, das ist so romantisch. Meine Güte, bist du vielleicht neugierig. Kubel ist der König der Himmelspiraten, berühmt und berüchtigt, aber in ihm steckt mehr, als es den Anschein hat. Ja, ganz richtig, ich bin ein Mann mit vielen Talenten und furchtloser Anführer einer Bande von verwegenen Himmelspiraten zu sein, ist nur eines davon. Kubel hat auch als Kommandant der Luftlandedivision von Xanadu gedient. In dieser Position hat er für Königin Sulan gekämpft. Halt die Klappe, ich kann mich für mich selbst sprechen, du Hundesohn. Wow, wow, chill, wow, Kubel, wow, 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 ganz ruhig, Mann. Sie waren Kommandant in Xanadu? Ja, das war er. Xanadu ist einer, das ist seit der Zeit der Magierkriege Konflikten aus dem Weg gegangen. Doch Neutralität lässt sich nicht aufrechterhalten, ohne über erhebliche militärische Macht zur Verfügung. Wow. Macht zur Verfügung. Kublas Truppen bildeten einen Teil dieser Macht. What the heck? Das ist heftig eigentlich, so, wenn man so denkt, so Neutralität, ja, wir sind ein neutrales Land, aber wir haben trotzdem ein ganz schön großes Heer, um euch nur in den Arsch zu treten. Einfach so, weil wir es können. Aber gut. Oh, ich verstehe. Du warst der einfache Diener, der sich Hals über Kopf in die Königin verliebt hat. Ein echter Klassiker. Sven! Du musst immer so ungeholt sein. Aber stimmt. Ich habe Königin Sulan beschützt, seit sie ein kleines Mädchen war. Ja, ich hege Gefühle für sie, aber ich bin nun mal nur ein einfacher Soldat. Mann, oh Mann. Das muss hart sein. Doch das war damals. Die Zeiten haben sich geändert. Geändert? Inwiefern geändert? Hast du mir vorhin nicht zugehört? Ich bin keine Königin mehr. Es gibt keine Rangstufen oder Hindernisse, die zwischen uns stehen. Hello! Kann es sein, meint ihr wirklich? Ich habe mich doch klar ausgedrückt. Bitte, lass es mich nicht noch deutlicher sagen. Ich... Komm schon, Kublai. Oh mein Gott. Do it! Just do it! Reich doch jetzt, Mann. Spann uns nicht länger auf die Folter. Wie oft willst du diese Frau noch zwingen, es zu sagen? Haltet eure schnatternden Zungen im Zaum oder ich schneide sie euch ab. Er steht vor dem König, der Himmelspiraten. Ach, was soll's, schon gut, schon gut. Oh, oh. Die mildtätige Gnade des Herzens der König der Lüfte hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschalten. Cool. Yay. Ah, okay. Die Herzen der Bevölkerung von Perudia wurden geheilt. Kleine Nina, du musst furchtbare Angst gehabt haben. Ich entschuldige mich zutiefst für meine Handlungen. Seid ein bisschen Königin Sulan. Ich bin froh, dass ihr so nett seid, so nett und liebenswürdig geworden seid. Alles in Perdidia ist dir zu strahlend und heiter. Wir werden uns Shadan nie unterwerfen. Deine Worte sind Musik in meinen Ohren, Kinder. Wie du sind wahrlich die Träger der Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft. Wir, die wir alt genug sind, um es besser zu wissen, haben dem Vater Feigheit gewählt. Wir wollten frei sein von Furcht. Tja, was geschehen ist, ist geschehen und so weiter. Ich hoffe nur, dass Shadar dieser Schuft nicht noch irgendwo lauert und darauf wartet zuzuschlagen. Ich weiß, was ich tun muss. Meine Pflicht ist es, das Volk von Peridia und von Shadar zu beschützen. Ich schwöre, dass eine finsternde Verzweiflung dieses Dorf nie wieder verschwingen wird. Ich werde alles, was ich getan habe, wieder gut machen. Grazie. Grazie, Eure Hoheit. Sieht aus, als hätte ich halt keine andere Wahl. Ich werde mich euch anschließen, Eure Hoheit. Wir werden dieses Dörfchen zusammen beschützen. Nein, Kubla, es gibt andere Pflichten, denen du dich zuwenden musst. Dieses Dorf ist nicht das einzige, das vor der finsteren Wolke von Shadars Verzweiflung beschützt werden muss. Mit deinem Luftschiff kannst du dich frei durch die Welt bewegen, verstehst du? Worum ich dich bitte? Ah, das tue ich. Nur allzu gut. Nein, aber ihr habt doch gerade erst zusammengefunden. No! Don't do it, Kubla.
Kublai, auch wenn wir getrennt sind, werden wir immer zusammen sein, solange wir dasselbe Ziel verfolgen. Ja, ihr habt recht, eure Hoheit. Ihr könnt schon immer gut mit Worten umgehen. Dann wäre ja alles geregelt. Oh, aber bevor ich es vergesse, es gab einen Grund, weshalb wir ans Ende der Welt gereist sind. Dessen bin ich mir bewusst. Es geht um Morgenstern, nicht wahr? Ja, wir versuchen seine Macht wiederherzustellen. Wir konnten die drei magischen Steine finden, aber selbst Magazin konnte sie nicht mit dem Zauberstab vereinen. So, und jetzt werde ich ganz böse sein, Leute, weil ich werde jetzt hier einen Schnitt setzen, weil wir sind schon 25 Minuten. Ich will nicht, dass der Part jetzt noch länger geht. Also ich werde jetzt hier genau einen Schnitt setzen. Ich werde hier kurz auf Pause. Ja, sehr gut. Ich werde jetzt hier einen Schnitt setzen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns alle gleich im nächsten Part, wenn wir dann endlich herausfinden, wie dieser Morgenstern-Zauberstab jetzt endlich dann wieder gerichtet wird. Also wir sehen uns, meine Freunde. See ya!